Hallo und herzlich willkommen, ihr seid hier richtig bei Optionsstrategien TV und in der heutigen Ausgabe besprechen wir wieder mal ein englischsprachiges Buch, weil es immer mal wieder Fragen gibt, was für gute Bücher gibt es in Amerika und da die Auswahl ja so riesig ist in den USA, habe ich heute ein Buch mitgebracht von Lawrence G. McMillan. McMillan ist ein super bekannter Optionslehrer in den USA und meiner Meinung nach auch einer der wirklich guten, von dem man viel lernen kann. Und um welches Buch es geht, das seht ihr gleich. So, also das heutige Buch von, ich glaube, viele sagen auch einfach, sagen die viele auch Larry McMillan, oder? Also Lawrence McMillan heißt Options for Volatile Markets. So, das Buch ist erschienen 2010. Ich habe es gekauft, das ist schon die zweite Auflage. Ich habe es gekauft hier 2011 mit Widmung. Ja, mit Widmung von Lawrence. Und es ist meiner Meinung nach ein ganz anderes Buch, als man es vermuten könnte. Denn wenn man jetzt so liest, Options for Volatility Markets, dann könnte man denken, es geht immer nur darum, wenn die Volatilität hochgeht, was man dann machen kann. Aber darum geht es in diesem Buch gar nicht so wahnsinnig. Es geht natürlich schon darum, was man alles machen kann, wenn die Vola hoch ist. Also es ist auch ein Kapitel dabei, da geht es um den VIX und VIX-Optionen und so weiter. Aber es geht hauptsächlich um was ganz anderes, nämlich es geht darum, wie man Aktienoptionen sinnvoll einsetzen kann, zum Beispiel im Covered Call Writing. Das heißt, ein Großteil des Buches dreht sich um das Thema Covered Call Writing. Also die ersten beiden Kapitel, die sind, naja, die kann man mal weglassen. Da geht es um Option Basics und dann Preis und Wert und so weiter. Das ist das, was die meisten von euch eh schon kennen. Aber schon im Kapitel 3 geht es dann los, die Basics von Covered Call Writing. Und dann kommen hier so schöne Dinge, nämlich zum Beispiel, wie man, wenn man einen Covered Call aufgesetzt hat, wie man mit dem weitergehen kann. Wie man das Ganze zum Beispiel hedgen kann, wenn die Preise extrem nach unten gehen. Ihr wisst ja, beim Covered Call Writing, da haben wir immer das Problem, dass wir das ja eigentlich nur in Bullenmärkten machen können, so richtig mit gutem Gewissen. Warum? Weil dann verdienen wir an den Steigerungen der Aktien und noch die Prämie dazu. Und das Risiko beim Covered Call Writing ist ja nie die Option, sondern immer die Aktie. Und hier beschreibt er eben zum Beispiel sehr, sehr schön, was man machen kann, wenn es dann mal nach unten geht, wie man das hedgen kann mit Puts. Er beschreibt Dinge, zum Beispiel wie man diese Hotstocks, ne, IBD-List oder so, die schnell hin und her schwanken, wie man da Covered Calls machen kann. Dinge, die vielleicht viele von euch noch nicht kennen, zum Beispiel ein Ratio Writing, also wo man hat Aktien und schreibt mit verschiedenen Strikes dann Optionen, wie man mit Puts hedgt, wie man das genau macht, wie man mit dem Underlying hedgen kann und so weiter. Deswegen ist es ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Es ist definitiv kein Einsteigerbuch, auch wenn am Anfang so ein bisschen diese Basics drin sind. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt den Einsteigern empfehlen, sondern jemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Und dann hat man wirklich so ein paar sehr, sehr gute Dinge drin, wo ich sage, wow, das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Idee. Natürlich, ihr müsst immer bedenken, das Buch kommt aus den USA. Und das sind manchmal Sachen erklärt aus steuerlichen Gründen. Warum muss man das in den USA so machen? Die könnt ihr halt alle überlesen. Wobei man auch immer sagen muss, ich überlese die nie, ich lese die immer mit, weil es ist immer gut zu wissen, was die Amerikaner machen. Also warum die bestimmte Dinge machen. Und jetzt mögen diese steuerlichen Regelungen für uns nicht relevant sein, aber wenn die Masse der Marktteilnehmer Amerikaner sind, dann sind sie für sie relevant. Und deswegen weiß man dann zum Beispiel, warum manchmal angedient wird, warum nicht angedient wird. Und das ist schon sehr, sehr gut. Er schreibt zum Beispiel dann auch hier Long-Call-Strategien im VIX, also wen das interessiert und wie man das machen soll. Und da gibt es wirklich tolle, tolle Sachen drin. Also mir dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es ist jetzt 5 Jahre alt und ich finde es aber immer noch sehr, sehr interessant. Immer mal wieder auch ein bisschen zum Nachblättern. Man kann immer mal noch sich mal Dinge herausziehen. Und es ist eben, wer McMillan kennt, der weiß, dass es alles sehr gut recherchiert ist, dass es also nicht irgendwie
jemand ist, der einfach mal was schreibt, weil er was schreiben will, sondern dass da eben wahnsinnig viel Erfahrung drin sitzt. Macmillan ist einer der anerkanntesten Optionslehrer in den USA, auch unter Börsianern. Also es gibt ja immer so, dass man sagt, es gibt Lehrer, die sind beim Publikum draußen beliebt, die haben da so ein bisschen Guru-Status und die Profis sagen dann alle, naja, lassen wir es mal weg. Und dann gibt es die anderen, die beim Publikum bekannt und auch gut sind, aber die auch von den Händlern hohen Respekt haben. Und da gehört Macmillan sicherlich absolut dazu. Und deswegen, wer von euch gutes Englisch kann, amerikanisches Englisch müsst ihr nur kennen, also kein Oxford-Englisch, aber wer so amerikanisches Englisch kann, für den ist das eine tolle, tolle Möglichkeit. Ich glaube, das Buch ist nicht ganz billig. Also ich habe damals, glaube ich, $60 oder sowas dafür bezahlt. Aber es lohnt sich, weil eine gute Idee aus dem Buch kann euch Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Dollars bringen. Da sind diese $60 wirklich nichts dagegen. Wir verlinken euch das Ganze hier unten wieder, sodass ihr das Buch auch bestellen könnt. Und mal gucken, wo wer dann sich das Buch kauft. Schreibt mir das einfach mal. Und es ist wirklich ein tolles, tolles Buch für jemanden, der fortgeschritten ist, der einfach vorankommen will in seinem Optionshandel. Mir hat es sehr gefallen. Ich habe es jetzt in Vorbereitung auf das Video auch nochmal quer gelesen und habe auch da wieder gesagt, ah, das hattest du dir damals angestrichen, verfolgt das nochmal nach. Also es lohnt sich auf jeden Fall, solche Bücher zu lesen. So, Options for Volatile, for Volatile Markets. Was habe ich denn vorhin gesagt? Options for Volatile Markets. Die zweite Ausgabe, vielleicht gibt es sogar schon eine dritte, Lawrence Macmillan. Tolles Buch, Link folgt. Und schreibt mir mal eure Erfahrungen rein. Was kennt ihr vielleicht auch für Bücher in den USA, wo ihr sagt, die müssten wir hier mal besprechen. Vielleicht habe ich sie auch schon gelesen. Falls nicht, kaufe ich sie mir, lese sie und bespreche sie dann hier. Also deswegen, wenn ich bei Amazon hier bewerten sollte, ich glaube, das höchste ist 5 Sterne. Ich würde 5 Sterne geben, weil es ein Buch ist, was mich definitiv weitergebracht hat und was mir sehr wieder sehr geholfen hat, wie viele, viele andere Bücher auch. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut und bye bye.